künstliche Intelligenz ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass sie Ärzten bei der Diagnosestellung helfen, Texte in Echtzeit aus jeder Sprache übersetzen und Kunst schaffen kann. Aber sie arbeitet immer noch mit denselben Arten von Computerteilen aus Silizium, die es seit den 50er Jahren gibt. Einige Wissenschaftler und Unternehmen haben entschieden, dass es an der Zeit ist, einen Schritt nach vorne zu machen und Computer stattdessen aus lebenden Dingen zu bauen. Dieses neue Gebiet wird Biocomputing genannt und nutzt Dinge wie winzige Cluster von im Labor gezüchteten Zellen, sogenannte Organoide, um neue Arten von Computern zu erschaffen. Ein Unternehmen in der Schweiz, das FinalSpark heißt, hat eine besondere Computerplattform entwickelt, die menschliche Gehirnorganoide nutzt, um Informationen zu verarbeiten. Wenn Sie ein Wissenschaftler sind und Forschung betreiben möchten, können Sie diese Plattform für $500 im Monat online mieten. Das Hauptziel des Unternehmens, das den Computer hergestellt hat, besteht darin, eine KI zu entwickeln, die 100.000 Mal weniger Energie verbraucht als die leistungsstarken künstlichen Intelligenzsysteme, die wir heute haben. Jedes Gehirnorganoid, das der neue Computer verwendet, ist sehr klein, nur einen halben Millimeter breit. Und es gibt 4 davon in jeder Verarbeitungseinheit. Diese Organoide sind mit 8 winzigen Drähten verbunden, die als Elektroden bezeichnet werden und Signale an die Neuronen innerhalb der Organoide senden können. Diese Elektroden verbinden die Organoide auch mit herkömmlichen Computersystemen. Den Neuronen in den Organoiden wird eine kleine Menge Dopamin, ein Stoff, der uns ein gutes Gefühl gibt, zugeführt, um sie zum Lernen zu ermutigen. Es ist also genau wie das, was Ihr Gehirn tut, wenn Sie etwas Neues lernen. Dank elektrischer Signale und Dopaminbelohnungen können die Neuronen in den Organoiden neue Verbindungen bilden, ähnlich wie ihr Gehirn funktioniert. Und meines auch. Manchmal. Wenn dieser Prozess gut funktioniert, könnten diese Organoide eines Tages wie die Prozessoren in heutigen Computern agieren. Nur würden sie dieselben Aufgaben auf eine viel energieeffizientere Weise erledigen. Wenn Sie selbst überprüfen möchten, wie das alles funktioniert, werden die winzigen gehirnähnlichen Organoide rund um die Uhr live gestreamt, sodass jeder sehen kann, was sie tun. Die große Aufgabe der Forscher besteht darin, herauszufinden, wie man die Neuronen in diesen Organoiden dazu bringt, das zu tun, was wir wollen. Wissenschaftler von 34 Universitäten haben darum gebeten, die Biocomputer von FinalSpark zu nutzen, und das Unternehmen hat bereits Wissenschaftlern von 9 Schulen erlaubt, mit ihnen zu arbeiten. Jedes Team untersucht etwas anderes im Bereich der Biocomputertechnologie. Zum Beispiel erforscht das Team der Universität von Michigan, wie elektrische und chemische Signale genutzt werden können, um die Organoide zu steuern, was dazu beitragen könnte, eine spezielle Sprache nur für diese Biocomputer zu entwickeln. Wissenschaftler der Lancaster Universität Leipzig in Deutschland versuchen herauszufinden, wie die Organoide mit verschiedenen Arten von KI-Lernmodellen funktionieren können. Organoide Computer sind noch nicht so leistungsfähig wie die regulären Silikoncomputer, die wir heute verwenden. Es gibt noch keine standardisierte Technologie zur Herstellung dieser winzigen, gehirnähnlichen Organoide. Da sie aus lebenden Zellen bestehen, leben sie außerdem nicht ewig. Momentan halten die Organoide von FinalSpark etwa 100 Tage, was eine große Verbesserung im Vergleich zu den ersten Experimenten darstellt. Früher lebten sie nur ein paar Stunden, aber der Prozess der Erstellung von Organoiden ist viel reibungsloser geworden. Das Labor hat derzeit zwischen 2000 und 3000 Organoide. FinalSpark ist nicht das einzige Unternehmen, das nach neuen Alternativen zu den herkömmlichen Siliziumchips sucht. Ein Wissenschaftler in Spanien, Angel Goñi Moreno, untersucht eine andere Art der Biocomputing, die als zelluläre Datenverarbeitung bezeichnet wird. Dabei werden speziell modifizierte lebende Zellen verwendet, um Systeme zu schaffen, die Informationen speichern, Entscheidungen treffen und ähnlich wie grundlegende Computer heutzutage funktionieren können. Der Wissenschaftler glaubt, dass zellulare Computer, weil sie auf Veränderungen in ihrer Umgebung reagieren können, helfen könnten, beschädigte Ökosysteme zu reparieren. Gewöhnliche Computer können davon nicht viel leisten, aber ein Bakterien-Biocomputer könnte beispielsweise in einen See eingebracht werden
um detaillierte Informationen über die Gesundheit des Wassers zu liefern. Er würde auf verschiedene Chemikalien und Bedingungen reagieren. Ein weiterer Wissenschaftler, Andrew Adamatsky von der University of the West of England, erforscht, wie Pilze in der Informatik eingesetzt werden könnten. Pilze besitzen lange, fadenartige Strukturen, die Myzelien genannt werden, und die winzige elektrische Signale aussenden können, ähnlich wie unsere Gehirnzellen arbeiten. Der Wissenschaftler glaubt, dass diese Pilznetzwerke genutzt werden könnten, um ein gehirnähnliches Computersystem zu schaffen, das Lernen, Muster erkennen und andere intelligente Dinge tun kann. Sein Team hat bereits Pilznetzwerke dazu gebracht, Computern bei bestimmten mathematischen Problemen zu helfen. Sie sind der Meinung, dass der Einsatz von Pilzen für die Datenverarbeitung vorteilhafter sein könnte als die Nutzung von Gehirnzellen, da es einfacher, kostengünstiger, ethisch unbedenklicher ist und gut mit aktueller Technologie harmoniert. Während ein Computer aus menschlichen Neuronen sich noch in der Testphase befindet, haben Wissenschaftler der UC Davis Health eine neue Gehirn-Computer-Schnittstelle erfunden, die Gehirnsignale mit nahezu perfekter Genauigkeit in Sprache umwandeln kann, bis zu 97%. Wissenschaftler platzierten spezielle Sensoren im Gehirn eines Mannes, der aufgrund seines Gesundheitszustands Schwierigkeiten beim Sprechen hatte. Als sie das System aktivierten, konnte der Mann innerhalb weniger Minuten mitteilen, was er sagen wollte. Wenn jemand mit einem ähnlichen Zustand sprechen möchte, wandelt das neue Gerät seine Gehirnsignale in Text um, der auf einem Computerbildschirm erscheint. Der Computer kann dann die Worte laut aussprechen. Um dieses System zu entwickeln, arbeitete das Team mit einem 45-jährigen Mann zusammen, der an einer Erkrankung litt, die seine Arme und Beine schwach machte und seine Sprache sehr schwer verständlich machte, sodass er Hilfe bei der Kommunikation benötigte. Ein Arzt pflanzte ein spezielles Gerät in das Gehirn des Patienten ein. Er platzierte winzige Sensoren in einem Teil des Gehirns, der bei der Steuerung der Sprache hilft. Diese Sensoren wurden entwickelt, um Signale von 256 Stellen im Gehirn aufzufangen. Das Gerät erkennt, wann das Gehirn versucht, Muskeln zum Sprechen zu bewegen. Es hört die Signale des Gehirns ab und wandelt sie in Klänge wie Silben um, die dann die Wörter formen, die die Person zu sagen versucht. Diese Erfindung ist nur ein Beispiel für den neuesten Trend, dass Computer Teil unserer Kleidung und sogar Teil unseres Körpers werden. Wir entwickeln neue Prothesen, die mehr können, als Menschen nur beim Greifen zu helfen. Sie können auch ein Signal an das Gehirn senden und mitteilen, dass etwas berührt wurde. Dies verändert unsere Vorstellung davon, Mensch zu sein, weil es bedeutet, dass selbst eine Metallgliedmaße sich wie ein echter Teil von uns mit unserem Gehirn verbinden kann. Experten zufolge werden die Computer der Zukunft lebendige Wesen, physische Objekte und digitale Technologie miteinander verbinden. Dinge wie dreidimensionaler Druck, Biotechnologie, Roboter, die Menschen in ihrer Bewegung unterstützen, intelligente Geräte, die alles miteinander vernetzen, selbstfahrende Autos und verschiedene Arten von künstlicher Intelligenz werden noch weiter verbreitet sein als heute. Dinge verändern sich wirklich schnell, daher ist es schwierig, Vorhersagen über die Computerindustrie auch nur für das Jahr 2030 zu machen. Aber Experten sind sich einig, dass Quantencomputing, das die Physik in Computer bringt, äußerst wichtig sein wird. Computer könnten so winzig werden, dass sie die Größe eines Atoms erreichen. Quantencomputing wird voraussichtlich erhebliche Veränderungen in der Nutzung von KI und maschinellem Lernen sowie bei der Suche durch Big Data bewirken. Das bedeutet, dass wir noch bessere Einkaufsempfehlungen und intelligentere Werkzeuge für unser Zuhause erhalten könnten. In der Medizin könnte es dabei helfen, neue Medikamente schneller zu entdecken und Menschen ein längeres, gesünderes Leben zu ermöglichen. Quantencomputing wird auch viele Branchen wie Datenschutz, Finanzen, Gesundheitswesen, Unterhaltung und Technologie beeinflussen. Es könnte ändern, wie wir arbeiten, was zu neuen Durchbrüchen in der Robotik, besseren chirurgischen Werkzeugen und verbesserten digitalen Werkzeugen für unsere Arbeit führen könnte. Es wird auch die Technologie verbessern,
da es Lieferketten effizienter machen, das Verkehrsmanagement verbessern, bei der Finanzplanung helfen und viele verschiedene Prozesse optimieren sollte. Die meiste Zeit über, die wir mit Computern verbracht haben, geschah alles, was wir darauf tun, in 2D. Das bedeutet, es ist flach, wie beim Betrachten eines Bildes oder Lesen auf einem Bildschirm. Manchmal nutzen spezielle Tätigkeiten wie dreidimensionale Modellierung oder Design dreidimensional, aber das ist für die meisten Menschen nicht üblich. Aber jetzt beginnen wir, uns von der Ausführung von Aufgaben in 2 Dimensionen hin zur Erkundung dreidimensionaler virtueller Welten zu bewegen, in denen die Dinge mehr so aussehen und sich anfühlen wie im wirklichen Leben. VR-Geräte sind noch ziemlich teuer und nicht für jedermann zugänglich, aber große Unternehmen arbeiten an Headsets für erweiterte Realität und diese Technologie wird wahrscheinlich immer weiter verbreitet werden.